Ja, ich will jetzt heute dann doch nochmal eine weitere Runde hier Halls of Torment spielen. Nochmal diese neue Klasse, was haben wir jetzt hier? Den Warlock, den uns auf jeden Fall mal ansehen. Vielleicht jetzt in dem ersten Run nochmal in dieses zweite Gebiet hier reingehen und dann wollen wir uns natürlich auch nochmal dieses dritte dort ansehen, was wir jetzt auch schon freigeschalten haben, soweit ich das richtig gelesen hatte. Warlock klingt jetzt natürlich auch mehr so nach so eine Zauberergeschichte. Mal schauen, wie der so drauf ist. Quests 100 Caverns. Embergrounds, da haben wir so schon fast gleich alles geschafft. Das haben wir da. Imp Slayer, 50.000 Imps. Ach, das werden diese kleinen koboldartigen Dinge, genau. Und Ember Dominator. 15.000 Gegner. Ja, könnte man schon irgendwie hinbekommen, ne? Okay. Ja, soweit alles ganz gut. Forgotten Viadukt. Ah, okay. Interessante Auflistung hier. Vaterschwert. Unholy Crusade. Demonic Pact. Level 30 erreichen wir im Warlock. Sollte ja normalerweise klappen, aber. Müssen wir uns mal ansehen, wie der sich spielt. Ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich jetzt auch nicht extremst gute defensive Werte hat als ein Zauberer-Typ. Wir würden natürlich gerne dieses Amulett, ja, das ist gleich 5000, aber ich denke mal, das ist wirklich sehr gut am Anfang das zu haben. Diese 50% mehr Erfahrung, das ist schon ein ganz schön dicker Haufen hier. Das kaufen wir uns mal. Das würde ich auf jeden Fall mal anlegen. Base Damage ist grundlegend ja nicht schlecht. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass das hier für ihn auch ganz gut ist. Elven Slippers. Ja, ich weiß nicht, wie gut der hier mit Defense und solchen Sachen umgeht. Wir geben ihm vielleicht mal Movement Speed. Nicht, dass er zu langsam ist. Pickup Range. Ich denke mal, Attack Speed ist ganz gut. Lebensenergie und Defense oder Block Strength. Dann vielleicht doch mal Lebensenergie und Defense. Mal schauen, wie sich das ausgeht. Okay. Dann kann man hier noch ein bisschen was ausgeben. Dann denke ich auch noch irgendwas Neues wieder freigeschalten. Revives. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie viel man dort Lebensenergie zurückbekommt. Aber ich denke mal, das ist so gut. Gut, der nächste ist 25.000. Das ist ja in Ordnung. Ah, 2.700. Was haben wir hier? Fire Damage. Wissen wir nicht, ob wir das mit dem machen, aber einfach mal irgendwas erhöhen. So. Na gut, ja, dann schauen wir uns mal an, was dieser Warlock hier so bringt. Und ich würde halt nochmal in diese Ember Grounds hier reingehen. Scheint so leicht zielführender zu sein. Okay, dann ist es mit 50 Damages, denke ich, diese Base Damage Sache ja ganz gut. Müssen wir mal ein bisschen schauen. Block Strength 0, das hatte ich fast vermutet. Und Lebensenergie ist auch nicht extrem hoch. Defense mit 5 ist wahrscheinlich auch nicht extrem viel, aber wir kriegen hier ein bisschen was dazu. Das ist in Ordnung. Attack Speed ist nicht extrem schnell, aber mit dem plus 20% ganz gut. Range ist sicherlich unendlich, so wie das Ding da rumfliegt. Area Size, ob das überhaupt wirklich beeinflusst wird, wissen wir nicht. Crit Chance hat er von sich erstmal 0 und auch keinen Crit Damage Bonus. Piercing 40. Und gut, 40 Gegner reichen wahrscheinlich dann auch. Müssen wir mal schauen, ob Crit dann überhaupt was Spezielles macht. Erscheint zumindest schon mal alle so voll zu treffen. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Oh, mehr Schaden, schnellerer Attack Speed. Defense ist erstmal normal. Das ist okay. Könnten wir vielleicht dann irgendwann auch erhöhen. Mal schneller angreifen.
Okay, also ein bisschen. Okay. Regeneration ist schwach. Das war auch fast zu erwarten. Dann gehe ich mal fast aus, dass dieses Size ja wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht. Der Geist ein bisschen größer, aber wahrscheinlich ist es relativ egal. Dann nehmen wir einmal diese langen Finger hier mal mit. Duration. Könnte sein, dass das für das vielleicht sogar hilft. Aber... wir nehmen es mal mit. Vielleicht fliegt das Ding dann länger. Könnte sein, ne? Wissen wir jetzt nicht. Block Strength ist an sich hier normal, um das zu erhöhen, aber da halt mit 0 anfängt, denke ich mal nicht, dass es so extrem viel bringt. Dann nehmen wir lieber ein bisschen Defense hier noch mit. Minus eine Sekunde Duration. Also dann ist Duration auf jeden Fall schon mal sehr gut, was wir dort haben. Main Weapon Summons. Und hier einfach nur 10 Duration auf alles. Und diese minus 10. Weil ich gehe mal davon aus, die Main Weapon wird so ein Summon quasi auch sein, ne? Dieser Geist, der da geht. Das heißt, kriegt man im Prinzip plus 25% auf die Hauptwaffe, aber alles andere minus 10. Range ist, wie schon gesagt, denke ich mal, wird das egal. Ja, das würde natürlich auf alles gehen. Dann bleiben wir aber vielleicht wirklich hier. Minus eine Sekunde Duration, oder 20 Base Damage. Das ist natürlich grundlegend auch nicht ganz schlecht. Dann nehmen wir mal diese 10 hier. Weiß nicht, was wir da eventuell beschwören, wo das jetzt ein Nachteil wäre. Und dafür, vielleicht wäre das der steigere Upgrade da das bessere gewesen. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal so mit. Oh. Minus 10 Lebensenergie, aber plus 30% Schaden. Das ist schon mal ein bisschen was. Das nehmen wir noch gern mit. Ja, nochmal 20% wäre schon minus eine Sekunde Duration. Das steht leider eben hier nicht mit dabei, aber gut. Jetzt haben wir schon richtig gut Schaden hier. 120. Und hier können wir eins einfach nochmal mehr Duration wieder dazugeben lassen. Ja, denke ich mal, passt das schon. Okay, und hier scheinen ein paar Gegenstände und so auch wieder an einer ganz anderen Stelle diesmal gespawnt zu sein. In der ersten Map war das aus meiner Erfahrung eigentlich immer relativ ähnlich gewesen, aber gut. Stärke, mehr Schaden. Ja. Auf jeden Fall mal interessanter Charakter hier. Okay, Vitalität kriegt er auch relativ viel, also mehr oder weniger hier dazu. Das wäre im Prinzip natürlich dann auch okay. Mehr Schaden. Multi-Hit oder so ist ja natürlich auch mal nicht schlecht, wenn wir dann tatsächlich mehrere davon auf einmal beschwören könnten, wenn das dann geht. Ja, werden wir mal sehen. Ja, Quick Hands auf jeden Fall schneller. Oh.
ein bisschen mehr Movement Speed. Ja, größer. Geht sich mit den Flammen aus. Also du meinst diesen Exterminator Attack Speed zu nehmen. Also ich weiß jetzt nicht, es kam ja gestern oder so nochmal ein weiteres Update. Das hatte ich das seitdem nicht probiert, aber ja, ich dachte, es machte Sinn. Perry brauchen wir nicht unbedingt, dann laufen wir noch ein bisschen schneller. Also bei ihm war es ja so, ne, dass hier schon ein sehr hoher Wert ist, aber es macht, denke ich, wirklich Sinn. Da kommen noch schneller, denke ich, diese Flammen raus. Okay, dann nehmen wir halt noch ein bisschen Leben. Also wie schon gesagt, Block Strength können wir hier ignorieren. Das ist jetzt zu niedrig. Wir haben auch die entsprechenden Rüstungen mitnehmen müssen. Ja, rein logisch, ja gut. Das ist eine Frage, ne? Also von der Logik her dürfte der Flammenwerfer dann nicht schneller werden. Das stimmt schon irgendwie. Okay, das hat er hier gern mit diesen Geschichten hier. Aber diesmal werden wir hier den dicken Bonus mal mitnehmen. Multi-Hit ist natürlich auch gut. Obwohl, wir nehmen erstmal Multi-Hit mit, ja. Da weiß ich nicht, ob man irgendwann mal einen höheren Multi-Hit bekommt. Vielleicht dann ab bis Level 60 oder so, was wir waren, haben wir es zumindest nicht gesehen. Quick Hands. Duration oder einfach nur Schaden. Okay, hier können wir den wieder länger machen lassen, aber ich denke, das macht das aber nicht wirklich Sinn. Defensive. Mehr Schaden. Max Level? Weiß ich nicht. Also wir hatten, wie weit waren wir gestern? Also auf jeden Fall über 60. Ja, noch mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Versuchen wir auch wieder frei zu kämpfen. Ja, Metabolizen wird keinen Sinn machen. Dann nehmen wir halt nochmal ein bisschen wieder Lebensenergie. Ich weiß nicht, ob er andere Trades oder so nochmal hat, wo er dann wieder was davon abgibt. Cane Splinters oder Phantom Needles? Na, die Phantom Needles, ja. Ah, genau, nochmal Bloodletting. Und daher war es eigentlich gut, wenn wir das hier ein bisschen hergegeben haben. Crit Chance. Hat er schon 10%, aber wir sehen. Na gut, er hat auch 0% Bonus Damage momentan. Mit seinen Crits. Also von der Waffe, ne? Diese kleinen Pfeilchen, die wir jetzt haben, die machen natürlich schon Crits. Damage Bonus kriegen wir jetzt natürlich auch dazu. Aber wir nehmen doch mal noch ein bisschen mehr Verteidigung mit, um ein bisschen den Schaden noch weiter zu reduzieren. Oh, kann man wegen mir gern besser machen. Oh. Sacrifice.
Nochmal minus eine Sekunde Duration ab plus 50% Attack Speed. Das ist natürlich schon sehr gut, aber mehr Projektile, das mag ich natürlich auch. Ah, da kommen dann wirklich zwei nebeneinander raus oder so. Okay. Okay. Ah gut, die fliegen dann vielleicht in eine eigene Richtung sogar. Ah, gar nicht mal so schlecht. Resistenz. Movement Speed von den Summons. Okay, die bewegen sich langsamer. Dann lieber Attack und Movement Speed plus. Huh? Also ich weiß nicht, ob das für uns hier was macht. Collateral Damage erhöht quasi diesen also diesen Bereich, der getroffen wird. Also zum Beispiel, wenn du mit einem normalen Krieger hier spielst, dann wird quasi dieser Bereich, dieser Winkel, der da nach vorn rausgeht, breiter zur Seite. Oder zum Beispiel auch bei diesem Kleriker. Ich gehe mal davon aus, also zumindest rein theoretisch werden vielleicht auch die Geister größer, aber habe ich jetzt noch nicht so wirklich hier probiert. Also den Charakter spiele ich jetzt hier zum ersten Mal. Mehr Range. Ach gut, okay, für die wäre Range wahrscheinlich sogar gut. Ja, komm. Dann. Ja, danke dir. Auch viel Glück. Chance. Kommt wieder dieser Typ hier, der uns ja festsetzen will. Ah, uiuiuiui. Ich würde gerne uns mal diese Möhre hier geben, aber da wird uns nicht so viel heilen. Bräuchten wir ein paar Heiltränke. So ein bisschen hatte ich schon befürchtet, dass das nicht hier der allerdefensivste Charakter sein wird. Aber mit Level 30 schon mal, ach recht, ist doch schon mal was. Ha, noch weniger Max, ja, 30% mehr Schaden. Ich meine, man muss es einfach mitnehmen. Okay, jetzt wird's schwierig hier. Uns auch noch an. Aber kann ja nicht jeder einzelne Run immer gleich ein Erfolg sein beim ersten Mal. Ja, beziehungsweise dann wäre es halt auch einfach zu langweilig. Ja? Das lebt ja davon, dass man auch mal scheitert. Nur noch irgendwas Interessantes. Oh, mehr Summoning. Und Skelette. Ja,
Also, das könnten wir aber theoretisch mal mit dem Brunnen noch mit zurückgeben. Dann haben wir damit wenigstens noch mal was. Na gut, wenn die genau so schön daherkommen, ne, dass das so eine schöne Linie lang fliegt. Kommt wieder der komische Haufen hier. Vielleicht kommen wir noch dahin, ja. So. Ja. Können wir wieder anlegen. Ich denke, lang werden wir nicht mehr überleben. Ach, Piercing. Für die Nadeln, weiß ich nicht. Für unser Geist kann, denke ich, 40 Gegner oder so treffen. Revival. Ach ja, wir haben ein Revival. Ah, dann haben wir auch gleich herausgefunden, halbe Lebensenergie. Okay. Ah, nein, explodierender Schleim. Okay. Das sieht ganz schön, ja, ganz schön was aus hier. Mit Duration. Noch mehr Schaden. Okay. Bessere Nadeln. Ja, Crit-Schaden. Funktioniert das mit denen dann hier? Nee, also das klappt doch nicht, selbst wenn wir da einen Bonus haben. Und das hätte mich jetzt auch gewundert. Also die Geister können nicht critten. Ansammlung und Lebensenergie. Wir wollen uns unbedingt dieses Piercing hier aufdrücken. Ne? Doch mal diese Base Crit Chance wegen mir noch. Irgendwie diese Stachelchen wird schon ganz gut sein. Es ist ein bisschen, sag ich mal, teilweise schwerer zu kontrollieren, was wir da genau hinbekommen. Mehr Schaden auf jeden Fall. Beziehungsweise, was war das jetzt? Duration oder sowas, ne? Duration und Piercing. Wir sind immer noch 40, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie komisch funktioniert. Oh, noch mehr Projectiles. 1,5. Na, was brauchen wir? Das Ding braucht mehr Schaden. Ein Pfeilchen hier. Wegen mir auch
mehr Crit-Schaden. Ja. Ich denke, können wir sogar mal Auto-Aim machen, also wirklich einfach in die Richtung, wo halt die Gegner am nächsten dran sind. Macht. Ah, Summon Damage, okay. Bloodletting, ja, es muss sein. Jetzt haben wir 2,4 Geister. Das war einfach schon 3. Also das ist einfach ein riesiger Damage Boost. Dann holen wir uns wieder Lebensenergie zurück. Ja, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das mal irgendwie so ein bisschen hin und her balancen. Aber also die Überlebensfähigkeit stelle ich mir momentan noch recht schwer mit dem Charakter vor, da lang zu überleben. Also wenn dann wirklich viel Gegner hier reinkommen. Okay. Okay, das Ding mehr Schaden. Na gut, ich meine, die Schleime gehen schon ganz gut weg, ne? Würmer hier, die sind schon ein bisschen nervig, aber. Ja, genau, jetzt kommen ja zwei dieser Typen auf einmal. Auch diese Aura hier. Noch mal ein bisschen Lebensenergie.
Oh, Damage, ja, wegen, ne? Schaden und Charge Speed, ja, auf jeden Fall. Ah. Okay, eins aufgespießt. Aber trotzdem für so einen ersten Versuch gar nicht mal so schlecht mit dem Typen hier. Was haben wir denn? Ja, Warlock. Neue. Demonic Commander, okay. Dann würde ich ja trotzdem mal sagen, schauen wir uns mal dieses dritte Gebiet nochmal an. Beziehungsweise zum ersten Mal im Prinzip. Wir hatten jetzt gestern nochmal mit den Swordsmen, denke ich, gespielt. Ne? Nehmen wir mal die Bogenschützin. Und was machen wir mit dir? Attack Speed? Ja, Movement Speed brauchst du eigentlich nicht unbedingt. Weil du da sowieso relativ viel bekommst, wenn wir das als Upgrade, den Base Damage wollen wir auf jeden Fall haben, Crit Chance auch. Am Anfang auf jeden Fall diese Erfahrungsbonus, das ist, denke ich, schon sehr gut. Ein bisschen tiefer, gut, als Helm haben wir das. Oder Block Strength wird dir nichts bringen, dann nehmen wir tatsächlich diesen Hood mit. Wir nehmen mal diese Spike Boots mit. Die hat man noch nie. Okay, ja. Werden wir uns einfach mal ansehen, was uns da jetzt erwartet. Und ja, mal schauen. Achso, Joshi, ich weiß nicht, ob du noch da bist. Ich wollte noch mal eine kleine Sache fragen. Ich habe jetzt mal noch eine weitere Kampagne bei Heroes 2 angefangen, also von den Add-on hier. Ich weiß jetzt halt nicht, ob es Sinn macht, dass ich einfach die neuen Folgen veröffentlichen soll, wann immer ich sie aufgenommen habe, oder ob ich einfach warten soll, bis ich die Kampagne dann irgendwann komplett habe und dann, was weiß ich, täglich oder so das veröffentlichen soll. Weiß ich nicht, was da mehr Sinn macht. Okay, jetzt sind wir auf dieser komischen Brücke hier, oder was auch immer das ist. So. Genau, die Defense-Sachen sind auch alle weak. Schaden. So, jetzt nochmal schauen hier, ne? Genau. Sie hat halt auch Blockstrength 0. Jetzt haben wir da erstmal gar nichts. Ist ja in Ordnung. Ein bisschen zusätzliche Lebensenergie. Lebensregeneration, sogar ein bisschen was. Schaden ist wichtig. Range ist bei ihr egal. Ist einfach unendlich. Area, ob die Pfeile wirklich größer werden, das ist, weiß ich nicht. Attack Speed, Crit Chance ist ja natürlich, denke ich mal, sehr gut. Und ja, Movement Speed und so weiter kriegt sie ja relativ viel dann dazu. Mal schauen. Okay, diese plus 9 ja. Werden wir dann auf jeden Fall auch relativ zeitig mal mitnehmen. Ein, zweimal. Auch bei Crit Schaden, klar. Käse. Attack Speed auf jeden Fall. Auch sehr gut.
Also die offensiven Fähigkeiten sind auf jeden Fall jetzt für mich erstmal so mit diesem Charakter halt wirklich sehr gut. Aber ja. Das Überleben wird halt unter Umständen immer ein bisschen schwierig. Oh. Kommt ihr denn her? Evasion brauchen wir erstmal auch nicht. Crit Chance. Also in diesem allerersten Gebiet war es halt der einzige Charakter, mit dem ich diesen, denke ich mal, letzten Boss, diesen Lord da vielleicht hätte besiegen können, wenn ich nicht gestorben wäre. Aber Schaden hatte ich tatsächlich mal genügend gemacht. Du hast ein bisschen was an Regeneration. Macht das jetzt Sinn, das über das zu nehmen? Na, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ja, erstmal mehr Schaden. Ja, und Piercing wäre natürlich unter Umständen auch okay, da noch mehr treffen zu können, aber ist auch egal. Oh, Projectiles, das wollen wir natürlich auch. Eventuell dann mal wieder mehr als zwei Pfeile schießen. Prozent Attack Speed oder 30% Damage. Ich meine, da wir ja auch mehr Pfeilen, dann schießen sie natürlich auch gut, aber wir nehmen mal Damage. Ich denke mal 30% aber der bessere Wert dann hier. Mehr Crit Damage. Ich denke mal, mit dem Charakter will man wirklich den Schaden richtig hochkriegen und am besten sowieso nie getroffen werden. Ich meine, einmal Long Fingers ist nicht ganz schlecht, aber Crit Chance erstmal mehr wert. Mal schauen, wie viel Erfahrung man hier so, Anführungszeichen, durchschnittlich so bekommt. Okay, dann nehmen wir das hier mal mit. Okay, da kommt doch auch schon der erste Elite oder Champion oder wie auch immer. Boss. Bisschen was aus. Nichts Offensives dabei. Ja, wenn du nichts anderes kannst, außer langsam nach vorn laufen, wirst du irgendwann tot sein. Die Frage ist, ob bis dann schon der nächste gespawnt ist, weil hält schon ganz schön was aus. Duration. Ah, ich weiß nicht, für was uns das jetzt hier wirklich was bringt. Die 30 ist ja wirklich nicht viel. Wir hätten definitiv gern andere Sachen gesehen, aber das ist halt erstmal das, was uns angeboten wurde. Das hier. Wie viel? 2,1, weiß noch nicht so viel, aber immerhin.
Piercing ist natürlich auch. Ja. Hat man ja extra erwähnt. Denke ich mal auch nicht schlecht. Okay, und hier haben wir ein paar von den Fallen dann hinterlassen, nachdem die mal getroffen wurden. Multi-Hit. Okay, hier wollen wir jetzt über am besten fast alles haben, aber Attack Speed nochmal 20%. Ich meine, das hier ist auch nicht schlechter. Nehmen wir nochmal Multi-Hit mit. Also stand zwar, denke ich, plus 0,1, aber eigentlich ist es, denke ich, ein 10% Bonus. Fliegt irgendwas rum. Ja, scheint ein bisschen was auszuhalten. Okay, schon mal den ersten Mann erledigt. Oh, was wäre bei dir denn gut? Ich meine, du hast sehr gute Crit-Chance und so weiter. Das sind vielleicht die Phantom Needles wieder ganz gut. Dragon Breath. Ja, weiß ich jetzt nicht. Crit-Chance und Crit-Schaden, ja. 40% und plus 160. Denke ich mal ganz in Ordnung hier. Ja, also sehen wir schon viele rote Zahlen. Lassen wir hier so ein bisschen durch hier. Quick Hands. Auf dem im Weg rum. Eieieiei. Ja, die können ein bisschen trickreich sein, so mit ihrem Bewegungsmuster, was halt so ein bisschen anders ist wie die meisten anderen Gegner, die einfach nur so auf einen zulaufen. Noch mehr Crit-Schaden. Okay. Anzahl, ja, die wurden alle von dir gesammelt oder so. Ja. Na, das wird auf jeden Fall mal interessant, ja. 30% Schaden. Okay, ja, den müssen wir überhaupt erstmal generell treffen mit unserem Pfeilchen. Auch nur so eine gewisse Geschwindigkeit haben. Er scheint nicht extrem viel auszuhalten, aber. Ja, obwohl ein bisschen auch schon. Noch mehr Crits. Ja, gar nicht so leicht, den zu treffen. Generation, ja. So ein Ansauger. Wir bringen uns jetzt noch ein bisschen was vom Leveln her. 0,2 Base Crit Damage. Also 20% dazu. Nochmal 20% Attack Speed. Nochmal 20% Attack Speed, aber diesmal für die Waffe. Noch mehr Projectiles, wie viel haben wir da jetzt? 2,5, okay. Jeder zweite Schuss schon mal mehr. Du machst auch noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, wenn wir mal gut rankriegen hier. Auch geschafft. Sehr schön. Der hat halt unser Revive schon weg, aber so ist es halt.
Mehr Attack Speed. Was haben wir denn hier? Wenn wir einen Boss oder Elite. Okay. Naja, 30 Sekunden. Also gibt 30 Lebens. Na gut, ne, 1%. 30 mal na, 6. Ist ein bisschen was, aber. Das ging jetzt nicht so besonders. Aber das hier gefällt mir, denke ich mal, auf jeden Fall. Ich noch mit. Piercing 2 wollte ich auch irgendwann, aber ja, Schaden erstmal. Wäre natürlich was, also wenn wir dann denken, dass wir kurz vor dem Sterben sind, wäre natürlich auch in Ordnung, das Ding dann da hinzubringen, ne? Also am besten so, dass sie schön direkt in unsere Pfeilchen so reinfliegen. Das ist natürlich das Beste, wenn wir so von vorn kommen können. Also ich denke, sobald wir uns einmal vollkommen eingekreist haben lassen von denen, wird es bestimmt schwierig. Ja, da kommt gleich ein Boss oder Elite davon. Ja, ein bisschen Defense hatten wir. Aber wir leveln schon schön schnell auf, kann man schon mal sagen. Ja, schnell genug sind wir eigentlich fast. Leichter zu uns zu treffen, würde ich mal sagen. Merk jetzt. Guck mal, diese Bogenschützen, um mal relativ schnell auszuschalten, das bringt uns halt auch was. So, nochmal verbesserter Phantom Rift. Ja, komm, machen wir die erstmal noch stärker. Mehr Piercing und mehr Range, ja, wegen mir. Quick Hands, also Piercing 2 wollen wir auf jeden Fall irgendwann auch noch, aber noch schneller schießen, das denke ich erstmal Vorrang hier. Weil momentan treffen wir mit einem jeweiligen Pfeil meistens nicht allzu viele Gegner, wenn die so immer im Kreis fliegen. Aber wir hatten ja halt auch schon vorhin diese dicke Masse, da hätte es natürlich auf jeden Fall Sinn gemacht. Okay, momentan sind wir ganz gut dabei, ja. Ja, sind wir noch dabei. Dann haben wir es doch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die das blocken, ist dann sozusagen der Pfeil weggeblockt. Sieht fast ein bisschen so aus, oder? Also würde ja theoretisch auch irgendwie Sinn machen, ist halt dann eine Besonderheit bei diesem Projektil. Aber gut. Du bist ja mal schauen, ob jetzt wieder gleich zwei von euch oder sowas kommen. Weil du warst ja jetzt nicht so schlimm. Na, Reichweite bringt jetzt, denke ich, auch nicht so viel. Dann mach halt mal Range für diese Spikes hier. Achso, einmal. Long Range, weil wir diese Finger hier wollten wir auch mal haben.
Okay, auch erledigt. Schaden. Summon Golem. Okay, das hat man noch nicht. Da wir es noch nicht hatten, nehmen wir es einfach mal mit, ne? Speed. Naja, plus 12 braucht man dann nicht. Bis jetzt hat sie noch nicht gerollt. Gib mal das Ding noch her. Ah, jetzt rollt er rum. Ob das extrem effektiv ist, aber naja. Wahrscheinlich ein bisschen Schaden zu machen. Schon mal wieder ein bisschen Survivor hier. Plus 20% Projectiles, das heißt, würde auch die auf die Phantom Needles mitgehen oder Main Weapon, aber ich denke, Main Weapon ist hier sogar das Entscheidende. Jetzt haben wir schon über 3 Pfeile. Oh, das ist halt irgendwie. Wahrscheinlich unendlich viel Defense oder sowas und dann eine geringe Anzahl an HP. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert mit denen. Oh, den Golem auch mal stärker. Die lassen sich offensichtlich aber auch nicht wirklich piercen mit den Pfeilen hier. Ja, jetzt, ich denke, wir müssen uns mehr um diese Gargoyles hier kümmern erstmal. Weiß nicht, ob das dann irgendwann, wenn die hier anfangen, sich zu bewegen, von dieser erstarrten Form hier zu kommen, dass die dann vielleicht mehr Schaden nehmen und dann gleich sterben oder so. Aber das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass ich da schon mal eine größere Zahl jetzt als die 1 dort gesehen hätte. Ja, das ist zwar schon relativ schnell, aber was soll's. Jetzt gibt es auch noch diese kleinen Fliegenden hier. Ich weiß nicht, wie die sich jetzt genau anders verhalten. Ein bisschen beobachten. So, mal schön reinhalten. Du hier schönes? Oh nein, kein Geistbeschwörer. Ich weiß nicht, ob es so wirklich einen speziellen Trick oder sowas gibt, wenn ich schnell los würde oder so. Oh, Level 50 schon mal erreicht, aber. Okay. Thank you.
Jetzt kann man das ja alles auch Level 5 und so weiter kriegen. Nee, das ist so irgendwie Eis oder so, ne? Das sind auch solche Geister. Eieiei. Also, und in die nur reinzulaufen, ist auch schon schlecht, ne? Auch wenn es einmal fest da ist. Ich hätte gedacht, dass wir ja, halt rauskommen, einen einmal stören, aber. Weg freischalten. Weil das ist so eine Wand dann natürlich an der Seite hat, ist von der Positionierung her natürlich nicht so gut. Das macht es ein bisschen schwerer als das komplett freie Feld. Okay, aber realistisch würde wahrscheinlich eher nicht passieren. Also, klar, passiert aber so extrem viele Gegner besiegen wir jetzt auch nicht. Und also 3%, da müssen wir im Durchschnitt 33 Gegner besiegen, um 1 HP zurückzubekommen. Also, vielleicht in den letzten 5 Minuten, weiß ich nicht. Und dann extrem stark geworden ist, dann kann er natürlich mal hinhauen, wie hier jetzt. Da sieht man schon ein paar, aber. Ah, jetzt können auch noch schießen hier die Blauen hier. Quick Hands. Schön gewesen, wenn wir noch Level 60 vielleicht gerade so erreichen. Hier ein Heiltrank. Eieieiei. Mal so ein bisschen durchzuballern hier. Ja, Level 60 geschafft. Und noch irgendwas anderes. 1,5 Millionen Schaden mit diesen Pfeilchen hier. Okay. Was ist das hier? Fast Attack Speed oder irgend sowas oder mehr Schaden? Ein bisschen mehr Defense. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich? 24, ne? Immerhin fast ein Drittel des Schadens reduziert. Oh, ja, ne. Triple Shooter hier. Okay.
Momentan kommen wir da ganz gut mit dem zurecht. Ja. Magma Fist. Okay, dann fangen wir an, die Leute zu verbrennen. Gegner. Ah. Oh, wie viel? Ja. Okay, hat so ein bisschen hochgezählt. Wir sind ja bei 4900, aber weiß jetzt nicht, wie das genau zusammenhängt. Oh, Piercing und Range. Noch mehr Attack Speed an den Dingern einfach. Die sollen eigentlich konstant rausballern. Weil sie sind ja schon relativ lang jetzt. Energie, sehr schön. Ansauger. Achso, ja, das ist aber etwas, was wir theoretisch mal in den Boden schicken könnten. Okay, mit den Dingen halt so noch ein bisschen Range. Cooldown. Nochmal survived. Sehr schön. Wie weit sind wir denn da hochgegangen? Oder ich meine, ist der Brunnen vom Anfang Startpunkt entfernt? Das ist ja die Frage vielleicht. Ne? Ja, noch schneller. Okay. Muss jetzt natürlich genau hier kommen. Ne? Ah, macht nichts. Eigentlich können wir erstmal relativ gut mit unserer Klasse hier angreifen. Uiuiui. Ja. Da könnten wir natürlich unter Umständen nicht extrem effektiv gegen die sein. Also ich weiß nicht, jetzt jemand, der einfach alle dort davon trifft, ne, oder wahrscheinlich da wesentlich effektiver sein, als wir jetzt hier mit unserem kleinen Zeug hier. Also, wenn man die anschaut,
Bleiben sie stehen, ne? So ein bisschen wie die Geister bei. Ja. Oh, ein fliegender Kopf. Den man wahrscheinlich nicht treffen kann, ne? Das sieht nicht so aus. Wenn alle drei Köpfe dann am Ende rumfliegen, wird es ein bisschen schwierig. So einen Buff, wir haben so einen Boss da ist, aber wir kommen nicht ran, weil die Gegner nicht besiegen können. Aber trotzdem recht gut vorangekommen, ja. Was haben wir denn alles geschafft hier? Elite Slayer, genau. Rave Horseman, es wird halt ein Spezialist gewesen sein. Upgrade. Wahrscheinlich, wenn man den besiegen, würde ich mal fast vermuten, dass es dann einen neuen Charakter Shield Master wahrscheinlich, ja. Okay.